Hallo meine Lieben, dieser Beitrag ist Teil der großen Adventskalender-Kooperation, die gestartet wurde von meiner lieben Annette von dem Kanal Annettes Backstübchen. Hier seht ihr alle Teilnehmer, die so bei der Adventskalenderwoche mitgemacht haben. Ich werde sie natürlich unten in der Infobox nochmal verlinken, da könnt ihr auch mal reinstöbern, was die jeweiligen so gemacht haben. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video. So, hallo nochmal meine Hübschen. Ein weiteres Adventskalendertürchen hat sich aufgemacht. Und gestern war ja die hübsche Maus, wollte ich jetzt sagen. Ja, die hübsche Maus von dem Kanal von Vanille und Honig. Heute bin ich dran und mein Beitrag dazu wäre Medena Torta. Kennt man auch als Honigkuchen oder Medovnik bei den Russen. Also ich mache heute die Jugo-Version. Und dazu brauchen wir für die Böden brauchen wir Mehl, Honig, etwas Butterschmalz. Ihr könnt jetzt entweder normale Butter oder Schweineschmalz nehmen. Eier, Natron, und das ist jetzt optional, also das ist dieses Lebkuchengewürz. Ihr könnt es jetzt entweder weglassen, also ich habe mir gedacht, passt eigentlich recht gut, weil Honig drin ist und ja, halt, weil es so weihnachtlich ist. Könnt ihr aber weglassen, also wenn ihr den Geschmack nicht mögt, kein Problem. Und für die Füllung brauchen wir Milch, Puderzucker, Aprikosenmarmelade, Kristallzucker, Butter, Mehl, Vanillezucker und dann ganz zum Schluss zum Dekorieren etwas Mandelmehl, also geriebene Mandeln. Yes, das war's. Fangen wir an. Als erstes werden wir uns mal die Füllung machen, da diese abkühlen muss und ja, die halt am längsten braucht, sagen wir so. Jetzt nehme ich mir einen Topf und tue ja, mehr als die Hälfte Milch rein. In die restliche Milch kommt das Mehl. Das verrühren wir uns so klumpenfrei es geht. Also am besten ganz klumpenfrei. Ihr könnt aber statt Mehl auch Gustin nehmen. Also Speisestärke, sprich. Und, ach ja, Vanillezucker. Kommt auch noch mit rein. Butter und Puderzucker tun wir erst später mit hinein, wenn sich das Ganze abgekühlt hat. Wenn die Milch anfängt so zu brodeln, ja, kann man so sagen, brodeln, dann tun wir die Temperatur runter, so auf mittlere Hitze. Und geben uns das Mehl-Milch-Gemisch mit dazu und rühren das so lange, bis das so eine puddingartige Konsistenz wird. Also ja, es sollte ein bisschen köcheln, sonst schmeckt's, sonst hat man diesen mehligen Geschmack im Mund und den wollen wir nicht haben. Die Creme sollte ungefähr so aussehen, also bitte so glatt wie möglich, deswegen beim Kochen immer rühren, 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 sonst brennt euch die Milch an und dann kann man die Füllung nicht mehr verwenden, das ist dann schade. Auf jeden Fall kommt jetzt etwas Frischhaltefolie drüber, damit sich keine Haut bildet, weil die ja jetzt abkühlen muss. Und dann machen wir gleich mit den Böden weiter. So, jetzt nehmen wir uns nochmal einen Topf. Da geben wir uns den Zucker, das Butterschmalz dann die Eier
und den Honig dazu. Wir kochen das Ganze nicht auf, sondern wir schmelzen es bei niedriger Temperatur. Also ihr werdet sehen, wenn ihr euch sicher sein wollt, dann nehmt einfach ein bisschen und schiebt es so durch die Finger durch. Dann könnt ihr am besten sehen, ob der Zucker geschmolzen ist oder nicht. Solange der nicht geschmolzen ist, wird der Topf nicht vom Herd genommen. Honig. Da weil das jetzt kurz so vor sich hin schmilzt, können wir uns schon mal das Mehl nehmen, in ein Gefäß tun und das Natron und dieses Lebkuchengewürz zusammenmischen. Ich hatte es jetzt so circa 2-3 Minuten auf dem Herd, auf mittlerer Stufe. Ihr seht selber, wenn ihr so mit den Fingern durchfährt, dann merkt ihr selber, dass der Zucker geschmolzen ist. Und dann könnt ihr es vom Herd nehmen. Dann ist er fertig. Also es muss nicht kochen, es muss wirklich nur alles dahin schmelzen. Und jetzt geben wir das Ei-Honig-Gemisch zum Mehl dazu. Ihr könnt jetzt zur Hilfe so einen Kochlöffel nehmen und es so lange mit dem Kochlöffel rühren, bis es halt nicht mehr geht. Also es muss eine glatte Masse ergeben. Und falls Mehl benötigt wird, haut euch ruhig noch was rein. Aber ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. So, wir werden noch einiges an Mehl brauchen. Also die Masse jetzt zur Zeit sieht jetzt so aus. So wollen wir sie aber nicht, weil du kannst nichts mit dem machen. Bestäubt. Was? Bestäubt euch die Arbeitsfläche mit gut Mehl und dann verknetet es bitte, also bis nichts mehr klebt, sagen wir so. Ein glatter Teig entsteht. Erklären wir es so am besten. So, der Teig wäre fertig, klebte nichts mehr, er ist schön kompakt, weich, muss er auch sein. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Ich mache jetzt circa, also meine Größe wird so um die 18 cm sein, deshalb hatte ich mir schon auch so ein Tortenring vorbereitet. Die Alufolie hat nichts mit dem zu tun, nur mein Tortenring ist kaputt und der hält alles zusammen. Also nicht wundern. Wenn ihr es größer haben wollt, dann macht einfach die doppelte Menge. Und dann habt ihr auch schön viele Schichten. Bei mir wird es jetzt circa, ja, so um die 7-8 Böden rauskommen aus der Menge. So, ich teile mir das Ganze jetzt erstmal in 4. Und es wieder halbieren. Wenn der Teig anfängt zu kleben, bitte nehmt euch immer wieder Mehl, weil der Honig und die Butter, die führen dazu, dass das alles schön klebt. Aber ist normal. Formt euch einfach so ein paar Kugeln und stellt euch das Ganze zur Seite. Als nächstes werden wir uns den Ofen vorheizen. Auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe mir jetzt schon ein
Backpapier vorbereitet. Darauf werde ich meine Böden backen. Und auf dem, entweder ihr könnt es jetzt auf der Schiene backen, aber ich habe da immer so Schiss, dass da nicht diese Rillen, also dass dieser Rillenabdruck bleibt. Ganz komisch. Deswegen backe ich es auf einem großen Blech, aber umgedreht. Aber das werdet ihr dann sehen. So, jetzt werden wir uns den ersten Boden mal auseinanderrollen. Und ich tue mir jetzt meine Form drauf und presse das einfach drauf. Und dann habe ich gleichmäßige Böden, also Größen. So. Und das Ganze machen wir jetzt mit dem ganzen Teig, bis alles aufgebraucht ist. So, meine Hübschen, ich habe es geschafft. Also ich habe mir die ganzen Scheiben jetzt so aneinandergereiht, also aufeinander, besser gesagt. Und mein Backblech, mein Backblech habe ich umgedreht. Darauf werde ich jetzt die Teile backen. Die Backzeit hängt jetzt davon ab, erstens, wie gut euer Ofen ist, wie dünn die Scheiben sind und wie groß sie sind. Also meine haben jetzt eine 18er Größe. Sind sehr dünn. Ich werde sie jetzt so circa 5 bis 7 Minuten backen. Was man noch beachten muss bei dem Ausrollen dieser Dinger. Der Teig ist sehr klebrig. Ihr werdet viel Mehl brauchen. Bestäubt es unter diesen Teigball, auf dem Teigball, das Nudelholz und verliert nicht die Nerven dabei, denn dieses Rezept verlangt wirklich viel Zeit und auch viel Liebe. Und du drehst auch ab und zu mal durch, aber gehört alles dazu. Hauptsache, das Endergebnis ist dann tippitoppi fein. Nach dem Backen bitte sofort das Backpapier vom Blech ziehen, weil die backen ja auch noch nach und dann werden sie euch zu knusprig. Also der Teig wird dann etwas härter, also so ähnlich wie ein Keks, aber er wird dann mit der Zeit weicher, also einen Tag danach, sagen wir so. Die Böden sind fertig gebacken. Ich habe sie jetzt in so eine Plastiktüte reingemacht, damit sie mir nicht ganz austrocknen. Und jetzt machen wir uns die Füllung. Dazu rühren wir erstmal die Butter schaumig und dann geben wir nach und nach den Zucker dazu und dann kommt unser Milch-Mehl-Gemisch. Und alles schön glatt rühren. So, jetzt nehmt ihr euch einen Teller. Ich habe jetzt schon den ersten Boden hier. Schaut bitte, dass die Böden abgekühlt sind. Und hier habe ich noch ein bisschen Milch. Damit werde ich mir noch den Boden bepinseln, besonders die Ränder, damit sich das ja schön aufweicht. Und dann geht's ans Schichten. Also erste Schicht Boden, Aprikosenmarmelade. Schön alles verstreichen. Dann kommt ein weiterer Boden drauf. Nochmal alles bepinseln. Und jetzt kommt die Creme. Schön verstreichen. Und als letztes den Boden. Und so verfahrt ihr, bis halt alles aufgebraut ist. Also von der Creme schaut, dass ein bisschen übrig ist, weil dann könnt ihr die Seiten dann noch schön noch ausschmücken und mit halt mit dem Mandelmehl dann draufhauen. So, abgeschlossen habe ich mit der Creme. Ich tue mir jetzt schon gleich mal die Mandeln drauf streuen. Und dann muss der Kuchen
über Nacht in den Kühlschrank, also wirklich über Nacht, damit der schön durchziehen kann und die Biskuitböden sich auch erweichen. Und dann könnt ihr dann einfach, also am Tag danach, drumherum mit der Creme drüber streichen und dann mit den Mandeln drauf so schön pappen. Das war mein Beitrag zum Food Adventskalender. Ich danke der lieben Annette, dass ich dabei sein durfte. Morgen ist dann der liebe Dogan von dem Kanal InCook dran. Alle weiteren Kanäle werde ich euch natürlich unten in der Infobox verlinken. Falls euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal kostenlos und wir sehen uns bald. Ansonsten eine schöne Zeit wünsche ich euch und einen ganz fetten Knutscher. Tschüss.